Grüße euch in mein Tageshoroskop am 31. Juli 2017. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion und hat eine zunehmende Mondphase. Und hier bei Tierkreiszeichen Skorpion bewegt sich einiges und die Skorpiongeborenen können auch mit Veränderungen rechnen. Und in diesem Bereich, wo sich gerade die Mond befindet, ist die Schere des Skorpions. Wenn ich von anderen Seite das betrachte, dann ist die Waagschale und es wird zum Tierkreiszeichen Waage zugeordnet. Und tatsächlich wirkt die Sternbild südlichen Schale und nördlichen Schale und es bedeutet für unseren Tag etwas abwägen, etwas vergleichen oder etwas ausgleichen. Und diese Botschaft erhalten wir alle, aber in erster Linie wirkt es bei Skorpiongeborenen, bei Fischengeborenen und bei Krebsgeborenen. Kommt auch anderen Einflüsse von außen und es vermittelt die Botschaft, es ist klug, heute auf die inneren Stimme zu hören oder auf unsere Träume. Und nach Gefühl handeln, das ist sehr wichtig. Die alten arabischen Astrologen beschreiben den heutigen Tag, es ist gut, Gewinn zu machen, etwas investieren, etwas vermehren, aber wir sollen heute keinen Vertrag unterschreiben, sondern die Tag eignet sich eher von etwas befreien. Und wie ist die Wirkung bei den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bewegt sich einiges. Wie ich schon sagte, wichtig den inneren Ausgleich. Investieren, Gewinn machen, da eignet sich ganz gut den Tag. Kein Vertrag unterschreiben. Eine Reise ist auch möglich. Was auch wichtig für die Skorpiongeborenen, dass heute sollen auf ihren Gefühlen hören. Und auch ihren Träume und intuitiv die Entscheidungen treffen. Bei Skorpiongeborenen ist auch wichtig häuslichen Bereich, da verändern sie etwas. Oder einigen Skorpiongeborenen haben wohnliche Veränderung. Und was die Tag ist gut für investieren, also die Skorpiongeborenen, die mit Immobilien handeln, da eignet sich die Tag sehr gut, mit einem Immobilien auch mal Gewinn zu machen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig die Lebensfreude, weil das befreit gerade die Schützengeborenen. Die Schützengeborenen haben Ziele, Wünsche, Sehnsüchte. All das ist erreichbar, kommt auch in Form. Es sind auch gute Einflüsse von außen und die kommenden Tage kommt noch mehr in Bewegung. Wichtig ist für die Schützengeborenen, dass sie diese Ziele nicht aufgeben und nicht verunsichern oder verunsichern lassen. Also zielbewusst handeln, auch wenn noch warten muss. Trotzdem führt das zum Erfolg und es soll bei den Schützengeborenen bewusst sein. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen geht etwas zum Ende, aber das ist eine Erleichterung, eine Befreiung für die Steinbockgeborenen. Einigen Steinbockgeborenen möchten sich beruflich verändern oder beruflich etwas verbessern. Heute ist gut der Tag zum Handeln. Aber die Steinbockgeborenen sollen auch intuitiv handeln, auf ihren Gefühlen vertrauen. Bei den Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sind heute Einschränkungen da und diese innere Nervosität spüren gerade die Wassermanngeborenen. In den kommenden Tagen kommt aber die Begeisterung. Wichtig ist im inneren Gleichgewicht und auch in Kraft zu bleiben, also eine bestimmte Sache konzentrieren. Wo die Wassermanngeborenen mehr Glück haben, das ist die Liebe-Partnerschaft.
Bei den Tierkreiszeichen Fische geboren ist wichtige Thema eine Reise. Das kann auch eine innere Reise sein, weil sie befinden sich gerade in einem Reinigungsprozess, einem Heilungsprozess und schließen die Vergangenheit ab. Und so bekommen sie neue Kraft, neue Orientierung und bedeutet auch ein Neubeginn. Heute werden die Fischengeborenen wichtige Entscheidungen treffen, aber wichtig ist, dass sie ihren Intuitionen vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema immer noch die Berufung und das Ansehen, etwas beruflich zu erreichen. Viele Wiedergeborenen starten gerade die Selbstständigkeit. Die Möglichkeiten, Chancen sind da, auch die Mut und die Kraft, all das zu bewältigen. Heute fühlen sich die Wiedergeborenen etwas unsicher. Das kann auch Einflüsse von außen kommen, aber die Wiedergeborenen sollen sich nicht verunsichern lassen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein wichtiges Thema die berufliche Situation und da ist ein Aufstieg möglich. Wichtig ist, dass die Stiergeborenen aktiv sein sollen und auf anderen zuzugehen. Und das betrifft nicht nur die berufliche Situation, sondern auch die Liebe-Partnerschaft. Also nicht zurückhaltend sein, sondern eher aktiv auf anderen zuzugehen, weil damit haben die Stiergeborenen gerade einen Vorteil. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen Grenzen setzen im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Das kann auch eine Gruppe sein oder ein Verein oder eine Partei, wo sie überlegen und heute ist hier auch wichtig, die Entscheidungen alles in Waagschale liegen und abwiegen und vergleichen und dann die Entscheidungen treffen, weil das kann für die Zwillingsgeborenen eine Art Befreiung sein, eine Kündigung, eine Trennung und das genau überlegen und alles abwiegen oder vergleichen, das ist ein Vorteil gerade bei den Zwillingsgeborenen. Bei den Krebsgeborenen ist gerade ein Aufstieg und die Krebsgeborenen fühlen auch diese Kraft und auch diesen Erfolg, das wird immer mehr sichtbar sein. Sie werden heute auch Entscheidungen treffen und hier ist auch sehr wichtig die Intuition, die Gefühl, Vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist Mut und Kraft da. Und mit dieser Kraft und mit diesem Mut werden die Löwengeborenen sich beweisen. Heute sind Einschränkungen da oder fühlen sie sich begrenzt im Augenblick, aber in den kommenden Tagen kommt die Begeisterung, die Neuanfang und wieder die Kraft und die Mut ist spürbar deutlich bei den Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtige Thema die Werte und dazu gehört auch das eigene Selbstwertgefühl, aber ist gute Zeit auch um die Finanzen kümmern. Und wie die arabischen Astrologen sagten, der heutige Tag eignet sich für Investieren, Kaufen, Verkaufen und das gilt besonders bei den Jungfraugeborenen. Es sind auch wichtige Gespräche. Mit einem Vertrag ist gut, das zum Vorbereiten, aber heute noch nicht unterschreiben. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist ein wichtiges Thema gerade die Sicherheit und Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Und daran arbeiten gerade die Waagengeborenen und so treffen ihre Entscheidungen und sie treffen kluge Entscheidungen gerade. In den kommenden Tagen kommen Neuigkeiten, mehr Bewegung und mehr Begeisterung. Heute sind auch möglich Überraschungen. Und damit können die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen rechnen. Die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen haben gerade Glück in die Liebe oder unerwartete Ereignisse. Das kann auch ein Glücksfall sein. Und heute können wir auch mit einem Geschenk rechnen, besonders bei den Skorpiongeborenen gilt es. Es ist ein Sternbild wirksam heute und es ist die Krone. Und
Diese Krone gehört zu Ariadne und Ariadne war die Braut von Weingott Dionysos und diese Krone war die Hochzeitsgeschenk von Aphrodite und Aphrodite ist die Liebesgöttin und diese Krone gehört zu Ariadne, das war die Hochzeitsgeschenk und weil dieses Sternbild wirkt heute auch, könnten wir heute auch mit einer Einladung zum Hochzeit oder mit einem Geschenk rechnen und in erster Linie trifft es die Skorpiongeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und ich werde sofort die Kontaktdaten einblenden und ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.